verdammt. So. So, perfekt. Huch! Ah, out of a frying pan. Awesome. It's about time we play with fire. Next, we need to get you some armor. Working with metal requires an anvil, but before we can craft one, you'll need to melt some iron ore. Obtain 2 iron ore and smelt it in a furnace to obtain an iron bar. Wir brauchen das bei Eisenbahn. Machen wir alles auch gleich. So, dann werde ich erstmal hier ein paar Dirt Blocks los. Mache ich hier mal zu. Ich habe einen Plan. Mach ich hier noch zu. So, perfekt. So, dann will ich jetzt aber erstmal kurz alle mich hochbeamen. Kornsamen und Weizensamen. Kiwisamen haben wir ja ebenfalls. Nehme ich mal den Baum hier noch mit. Ich brauche so langsam wieder Holz. Was zum... Och nö! Oh, perfekt. Gut, dass der reingesprungen ist. Ach, hier ist ja schon mein Häuschen. Sehr schön. So... kleines Blumenbeet. So. Erstmal Korn. Dann Weizen. Und dann noch Kiwi. Das wird jetzt halt eine kleine Zeit dauern. Aber was muss, das muss. So, dann gehen wir mal ein bisschen auf Erkundung. Während das Zeug hier wächst. Und Ressourcen einsammeln. Gehen auf Ressourcensuche. Pixel kann ich auch ganz gut gebrauchen. Die 397, wo ich minimal habe. Und was ich auch gut gebrauchen könnte, Bandagen. Ich brauche Plant Fibers. Ganz schön dunkel hier. Aber da gibt's Eisen. Nehme ich gerne mit. Plant Fibers. Die nehme ich auch mal mit hier. Und zum Glück der erste Planet ohne Giftblöre. Naja, noch. Bis es kommt, bin ich in der Tiefe oder weiter am Erkunden des Planeten, dann kommt die Giftblöcke auf einmal. So, mal gucken, Bandages brauche ich. Weil die Waffe ist jetzt, ganz ehrlich, auch nicht so der Oberburner. Er ist zwar stärker, die Waffe, aber die ist halt arschlangsam.
Stein brauche ich auch reichlich. Ne, erst auf Erkundung gehen. Und dann. Ich habe jetzt genug gebaut fürs Erste. Mann. Erstmal fürs Erste genug gebaut. Ein bisschen auf Erkundung gehen muss auch sein. Rohstoffe sammeln. Und dann werde ich nach ein paar Folgen. Ja, was ist nach ein paar Folgen? Quatsch. Nachdem ich fertig erkundet habe, Copper Ore, okay. Wow. Au. Puh. So ein paar Pixel. Ist das Eisen? Cobblestone und Iron Ore. Boah, das dauert, hey. Da müsste ich schon erstmal die Spitzhacke erstmal gründlich aufwerten. Silber. Juhu, ein Silberohr. Huch, was zum... Avesmingo sieht und Avesmingo. Ich glaube, das ist Vogelfutter für die Avians. Oh, schade, dass Steve nicht da ist. Der wird sich bestimmt freuen. Eisen nehme ich doch gerne mit. Ist ja im Dreckblock. Und die Sachen im Cobblestone, ganz ehrlich, die brauchen wir ein bisschen zu lang. Aber da merkt man auch, dass ich langsam so ein bisschen verwöhnt bin, weil ich keine Platinum-Spitzhacke habe. Alter, jetzt. Und. Jawohl. 25 Pixel. Bäume. Huch, was zum. Ein Glitch, Mädchen? Hey, hallo. Kindness, make sure you rest before leaving town. It's not safe out here. Noch ein Glitch. Warning, do not make trouble, meet. Man, or I shall call the guards. Nein, nein, ich will ja auch keinen Ärger machen. Halt! Flirtation, nice apparatus, okay. Concern, why is your coating so malleable? Der Glitch hat, ich werd verrückt. Hey, Vicky. Suspicious, are you here for a purpose, human? Mal gucken. Oh, ein Blueprint. Was? Stuffed Automato Blueprint. Nehme ich gerne mal mit. Handwritten Note. Band 1. Nehme ich auch mit. Steel Casebook 02. Excerpt 02 from the Steel Casebook. Nehme ich auch gerne mit. Dann 03 für Band 11. Und hier haben wir nur 5 Bücher. Ein paar Pixel. Oh, ich nehme alles mit, was ich finden kann. Also nützliche Sachen. Alter, wenn ich eine Buchreihe hier dann komplett finde, dann will ich die aber auf alle Fälle gern mal durchlesen. Die Codex. 12. Da ist leer. Was sieht hier schön aus? Huch. Piodia Blueprint. Nehme ich gern mal mit. Was? Band 2 Glitch-Hierarchie und Band 4. Nochmal Band 4. 5 Kupferbarren. Ein paar Cobblestone, ein paar Pixel. Medical Kit. Ach, ist das schön hier. Plant Fibers. Oh, Kupferspitzhacke. Sloppy Eggs. Mal gucken. 9, 1, 1, 6 und 8.